Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Enderal. In der letzten Folge hat die Schlacht um Ark begonnen. Die Neremesen sind in die Stadt eingefallen und jetzt müssen wir sie irgendwie wieder vertreiben beziehungsweise die letzten Schutzbarrieren aktivieren beziehungsweise das sabotierte Tor wieder schließen. Und damit gehen wir jetzt weiter mit Arantheal. Hier rein, oder? Hallo. Ich hasse es, NPCs nicht anstupsen zu können. Komm jetzt. Alter, willst du mich verarschen? Ja, du bist beschäftigt, sehe ich, wie du da rumstehst. Mach ich's immer alleine. So. Es sind insgesamt zwei Kurbeln, die das Fallgatter kontrollieren. Die eine erreicht man, indem man dem Gang links folgt, die anderen durch den rechts. Wir wissen nicht, ob die Neremesen beide Mechanismen sabotiert haben, aber ich vermute es. Übernehmt ihr also die linke Seite, ich nehme die rechte. Anschließend kehrt ihr zum Stadttor zurück, verstanden? Was, wenn die Neremesen den Turmmechanismus einfach zerstört haben? Ich bin mir sicher, dass sie das gerade versuchen, aber so schnell geht das nicht. Die Arka-Verteidigungsanlagen sind mehr als nur solide und vermutlich haben sie ihn bisher einfach nur blockiert. Was aber nur ein Grund mehr ist, sich zu beeilen. Los! Für die Freiheit der Menschen! Halt doch mal die Klappe. Ihr seid erbärmlich, allesamt. Ich habe gerade wie ziemlich auf die Fresse gekriegt. Aber echt nicht schlecht. Ich habe auch die Ruhe weg. Aber ich muss alles nutzen, was ich hier finde. Kann ich das Essen nicht nehmen? I need this food. Okay. Der Stallbursche. So gedacht. Mein Freund. Ich muss endlich ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Da sind sie! Kiron! Mera! Ladet den Feuerspucker! Du bist mein Licht. Mein Schimmer am Horizont. Deine... Oh shit. Ich finde dich schon noch.
Ich habe jetzt leider nicht so viel Mana, das ist so mein Problem. Geschichte hättet ihr euch für Frieden anstatt Krieg entscheiden können. Aber was habt ihr? Ihr habt doch angegriffen. Ihr seid hierher gekommen. Aber was habe ich erwartet? Knappe Sache, Mann. Okay, jetzt muss ich mal kurz ausharren, mein Mana regenerieren lassen. Hier ist anscheinend keiner mehr. Jetzt fällt natürlich direkt zu Staub. Alte Maske. Okay, dann wieder zurück zum Wachtmeister Harley Lion Lions, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich. Was waren das für Stimmen? Es funktioniert! Ihr habt den gelost! Los jetzt! Rückzug! Sofort! Tut etwas, Großmeister! Tut etwas, verdammt nochmal! Wichser. Das war's. Na ja, das sieht unschön aus. Was ist hier passiert? Wir haben das Tor gesichert, das ist passiert.
Sprecht den Siegelzauber. Wie ihr befehlt. Wobei, ich sehe, wir haben Besuch. Thealo Arantheal auf dem Schlachtfeld. Ich muss sagen, das überrascht mich. Aber Menschenleben schätzt ihr scheinbar immer noch genauso wenig wie früher. Wie viele waren es damals in Kyra, Arantheal? Ich habe es vergessen. Weise Worte aus dem Mund eines Kriegstreibers. Das bin ich also für euch, ja? Soweit ich mich erinnern kann, wart ihr es, der meinen letzten Verhandlungsversuch abgeschmettert hat. Und anders als ihr vielleicht glaubt, macht mir das hier genauso wenig Spaß wie euch. Deshalb noch ein letztes Mal, Arantheal. Das, was ihr eine Armee nennt, ist ein Witz. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir einen Weg in die Stadt finden. Stoppt also diesen unsinnigen Konflikt, bevor er noch blutiger wird, als er schon ist. Welch eine Rede. Und was jetzt? Sollen wir die Hände vor Begeisterung in die Luft werfen und vor euch auf die Knie gehen? Yuslan Sharin. Sehr enttäuschend, euch hier zu sehen, das muss ich sagen. Euer ganzes Leben habt ihr die Religion und ihre Auswüchse bekämpft und jetzt kämpft ihr für sie. Habt ihr auch noch etwas Interessantes zu sagen? Wenn nicht, schlage ich vor, ihr sagt, was ihr zu sagen habt und geht dann wieder zurück in euer warmes Zeltchen. Das ist mein letztes Angebot, Arantheal. Beendet eure Arbeit an dem Leuchtfeuer und niemandem wird irgendetwas passieren. Glaubt mir, die Läuterung ist das Beste für uns alle. Ist sie nicht. Und wenn ihr nur einen Funken gesunden Menschenverstand hättet, würdet ihr das sehen. War's das jetzt? Wie ihr wollt. Dann eben anders. Alma, rei die Gefangenen auf. Bis zum Einbruch der Nacht will ich sie alle auf den Kreuzen sehen. Und dann gib den Truppen das Zeichen. Jeder in Dralea soll bei Sichtkontakt getötet werden. What the fuck? Verstanden. Was? Religion ist eine Krankheit und der Grund für so ziemlich alles Schlechte, was dieser Welt in den letzten Jahrtausenden widerfahren ist. Euer eigener Sohn erkannte das, Arantheal, anders als ihr. Aber leider machte er auch einen entscheidenden Fehler. Und zwar den zu glauben, dass der Tod der Lichtgeborenen irgendetwas ändern würde. Dabei waren die im Grunde nur ein Symptom, nicht die Ursache der Krankheit selbst. Die ist nämlich die Religiosität selbst, diese eine bestimmte Art zu denken. Und lasst mich raten, ihr seid der Weltverbesserer, der weiß, wie es alles besser geht. Die Ursache der Krankheit scheinen mir eher Wahnsinnige wie ihr zu sein. Selbst wenn das stimmt. Menschen zu exekutieren, nur weil sie im falschen Land geboren sind, hilft auch niemandem weiter. Ich bin nur das Gesicht von vielen. Und es gehört nicht viel dazu zu begreifen, dass die Menschheit ohne Religion besser dran wäre. Religiöse Menschen stellen Unvernunft über Vernunft und Dogmen über freies Denken. Sie machen sich selbst zu Marionetten und genau damit richten sie unsere Welt zugrunde, in jeder Hinsicht. Glaubt mir, ich hätte mir gewünscht, dass es einen anderen Weg gäbe, aber ihr habt mir mehrfach bewiesen, dass es den nicht gibt. Die Hohen werden uns niemals erheben, solange das Geschwür der Religiosität nicht aus jedem einzelnen Kopf dieser Welt gerissen ist. Ich habe es auf friedlichem Wege versucht. Aber den wollt ihr wohl nicht. Jetzt lebt mit der Alternative. Und übrigens, schön, dass ihr überlebt habt. Was nun geschieht, ist eure Schuld, Arantheal. Versucht erst gar nicht, euch selbst vom Gegenteil zu überzeugen. Nehmt das hier. Wir müssen zurück zum Tempel. Wieso habt ihr Harlein und dem Gardisten nicht geholfen? Ich denke, die Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Irgendwie sieht das Spiel in letzter Zeit viel schlechter aus als sonst. Guckt euch mal das Gesicht an. Ist Ark jetzt sicher? Sobald Sharin und die Arkanisten das Torsiegel gesprochen haben, ist es so sicher wie es geht, ja. Aber besprechen wir das oben. Um was zu tun? Was ist der Plan? Wir entzünden das Leuchtfeuer, so schnell wie möglich. Alles andere ist zweitrangig. Wie lange dauert die Beschwörung? Die Nerimeten. Angriffe eingestellt, aber es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das ändert. Das stimmt. Gebt uns eine Stunde. Das sollte genügen. Eine Stunde. Gardist, wie ist die Lage in den anderen Vierteln? Sind alle Eindringlinge tot? Ja, Herr. Einige der Infiltratoren sind in die Kanalisation geflüchtet. Aber wir sind dran. Gut.
Sagt der Kommandantin, dass ich alle Leichen bis zum Einbruch der Nacht beseitigt sehen will. Dasselbe gilt für die Trümmer. Von außen sind wir sicher, aber das Letzte, was wir brauchen, ist eine panische Meute. Dann bemannt die Zinnen. Ihre Arkanisten werden versuchen, das Siegel zu durchbrechen, wenn es erstmal steht. Verstanden? Verstanden. Dann los. Weißt du schon, dass das eine neremesische Magierin ist? Soll ich irgendwas machen gerade? Ah, ich soll einfach zum Sonnenzimmer gehen. Okay. Dann werde ich das machen. Einfach nur heftig, was hier abgeht. Beim rechten Weg, ihr seid wohl auf. Was ist mit euch passiert? Und warum zum Henker steht ihr hier rum wie verdammte Wachsfiguren? Jorek hat uns verraten, Dialor. Was? Er hat Koareks Armee die Aufenthaltsorte unserer Aufklärungsposten an der Küste verraten. Deshalb konnten die Schiffe unbemerkt vor die Königsburg gelangen. Und keine Angst, er ist nur bewusstlos. Kommandantin, schafft ihn von hier fort. Natürlich, Großmeister. Wohin? Irgendwohin, verdammt! Wir kümmern uns später. Das ist kein Fall fürs Tribunal. Sehr wohl, Großmeister. Was ist mit dem Leuchtfeuer? Und wo ist Meran? Im Auge der Götter, mit Magistra Jaela. Es gibt irgendein Problem mit deiner Maschine, aber das sollen sie dir selbst erklären. Jetzt entschuldige mich, ganz arg ist in Panik. Gott werden eine Erklärung verlangen. Dann gib ihnen eine. Folgt mir, Prophetin, zum Leuchtfeuer. Er ist gerade ziemlich aufgebracht. Und es sieht so aus, als hätten wir wieder alle Texturen hier. Schön. Es ist mir egal, verdammt nochmal, tu es einfach! Um zu schreien hilft jetzt auch nicht mehr, Leute. Ich weiß. Das ist einfach zu viel. Wenn ich es doch sage, hier steht kein Wort von irgendeinem Luminos. Na, wenn ihr meint. Dann müssen wir uns wohl mit der Vorstellung anfangen, dass die Maschine in absehbarer Zeit nicht leuchten wird. Was soll das heißen? Wir haben die Steine. Großmeister! Ja, das stimmt. Wir haben die Steine und sie geben dem Leuchtfeuer auch die Energie, die es braucht, so wie wir es vermutet haben. Aber dieser Kristall da in der Mitte des Kreuzes, das ist der Kern der Maschine, der Numinos. Und? Der Numinos ist leer, Großmeister. Deswegen ist er so dunkel. Wenn wir das Leuchtfeuer jetzt entzünden würden, würde seine Energie vollkommen ziellos freigesetzt werden. Mit verheerenden Konsequenzen. Eine Explosion, um das Kind beim Namen zu nennen. Und zwar eine gewaltige. Also heißt das, wir haben die ganze Zeit an einem riesigen Pulverfass gearbeitet. Das merken wir jetzt. Was das Leuchtfeuer explodiert, also wenn wir es ohne den Numinus anzünden. Ich nehme also erst. Nein, das Leuchtfeuer kann die Hohen bannen. Je mehr wir lernen, desto sicherer sind wir uns. Aber es braucht eben ein Ziel, eine Art Fokus. Und wenn wir es ohne den entfachen, dann... Naja, dann wird es ungemütlich. Das heißt, ohne diesen Numinus ist das Leuchtfeuer sozusagen nutzlos. So sieht es aus, ja. Es tut mir sehr leid, Großmeister. Wir hätten
hätten es kommen sehen sollen, wirklich. Diesen Luminos finden. Und zwar so schnell wie möglich. Ja. Und bevor ihr fragt, nein, wir wissen noch nicht, was genau dieser Luminos ist, geschweige denn, wo wir unsere Suche danach beginnen sollen. Aber wir werden einen Weg finden. Gebt uns eine Woche, vielleicht zwei, dann haben wir Ergebnisse. Ich versichere es euch. Dann los. Prophetin, ruht euch so lange aus. Wer weiß, wie oft euch noch die Möglichkeit zu bekommen. Ich glaube nicht. Je, was für ein Chaos. Kann ich bei der Suche nach diesem Numinus, oh Gott, irgendwie helfen? Vermutlich könnt ihr das, ja. Aber für den Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als die Schriften aus Alt-Dutulgrad zum 100. Mal zu lesen und zu hoffen, dass wir irgendetwas übersehen haben. Was für ein Henker war das mit dem Siegelsmeister Barthar? Die Truchesse sagte, er habe uns an die Neremnesen verraten. Ja, das hat er. Und das, obwohl er einer der engsten Vertrauten des Großmeisters war. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Weiß man denn wenigstens, warum er es getan hat? Man kann nur spekulieren. Aber dass er das Verhalten des Großmeisters gegenüber den Neremnesen für leichtsinnig hält, war ja kein Geheimnis. Er scheint einfach nicht zu verstehen, dass das Leuchtfeuer die einzige Chance ist, die wir haben. Okay, das heißt, alles, was wir jetzt noch tun können, ist, nach diesem Numinus zu suchen. Ja, ich schätze schon. Ihr solltet euch ausruhen. Mir wurde gesagt, welche Rolle ihr bei der Sicherung des Tors gespielt habt. Wir rufen euch dann, sobald wir eure Hilfe benötigen. Geil. 1000 EP haben wir gekriegt. Unser aller Rettung Teil 3. Optional, Jorek Bartas Verhör beiwohnen. Ja, das könnten wir machen, doch allerdings würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Oh Mann, jetzt eine Woche durchhalten gegen die Neremnesen, das wird hart werden. Okay. Und anscheinend werden wir auch nicht aus Ark rauskommen, so einfach. Und ja, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.